Willkommen beim Landwirtschaftssimulator 2017. Die Ernte ist eingebracht. Eingeholt. So, jetzt wird aufgeräumt. Wir haben noch 27% Mais im... Nee, ist ja gar nicht wahr. Quatsch. Mais ist ja ganz woanders. 34% Weizen ist noch im Drescher. Haha. Das heißt, diesen Weizen müssen wir erstmal irgendwo hinbringen. Wie sieht's denn aus? Können wir verkaufen? Goldcrest Pacific Grain. Das ist natürlich wieder am Arsch der Welt, ne? Natürlich, das ist ganz woanders. Was gibt's denn bei Wright? Was hat denn Wright? Was wollten die nochmal haben? Weizen! So ist es doch schön. Da muss ich gar nicht so weit fahren. Erstmal hier holterdiepolter über die schönen Strohbahnen und dann aber ganz schnell mal eben dahin. Das ist doch gut. So muss das. So muss das sein. So, so weit kann das, ist es ja auch nicht. Das ist wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Uns kommt ein Auto entgegen. Was soll denn das? Gut, es ist Mittag. Mittagszeit in Game. Oh, hier ist noch so ein schönes kleines Feld. Das könnte ich auch kaufen. Nee, nee, nee. Ich räume jetzt hier auf. Ja, mache alles so, wie es sein muss. Fahrzeuge alle mal wieder zum Hof oder da sortieren, wo sie gebraucht werden demnächst. Und dann stehen wieder ein paar Missionen an, weil ich habe über 1 Million verballert. Das ist unglaublich. Über 1 Mille verballert. Ich gehe kaputt. Naja. Wieso bist du so langsam? Ist hier eine Steigung? Jo. Oh Gott. Er quält sich hier den Berg rauf. Quäl. 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 Komm, du schaffst es. Zieh durch, Jung. Jetzt gib doch mal an Gassen, ey. Ach, da hinten muss ich hin. Wir schaffen's. Wir kommen noch rechtzeitig an. Weil jetzt geht's ja auch darum, dass wir ein bisschen Geld machen. Wir können nicht immer nur Geld ausgeben. Und Missionen machen, dass Geld wieder reinkommt. Wir müssen auch mal eigene Erträge verkaufen. Dass wir mal sehen, dass sich die Arbeit auch lohnt für uns. Mensch. Ja, ich fahre einfach quer über dein Feld. Staunst du, was? Da passiert. Hallöchen. So, guck mal hier, ich habe hier lecker Weizen für dich. Mmh. Weed, 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 weed. Da kommt die Kohle, die Kohle. Naja, so viel ist es nicht, aber immerhin 6000, ne? Ordentlich. Sehr schön. Dann holen wir nochmal eben die letzte. Ach, hier kann ich auch Gülle kaufen. Ah, das muss man ja wissen. Fein, fein, fein. Dann holen wir nochmal eben schnell den letzten Schwung Weizen hier vom Drescher. Boing, Schepper. So, eine Leerfahrt geht wesentlich schneller. Und dann muss ich echt mal... Ne? Kann ich eigentlich mittlerweile wieder in diesen Traktor springen? Nein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Nun gut. Ah, warte mal kurz. Nee, alles gut. Da musste ich doch gerade mal eben was gucken. So,
Das ist eigentlich nicht so weit. Aber wenn dein Traktor so langsam ist, kommt dir das hier ewig weit weg vor. Ach ja. So, jetzt poltern wir hier nochmal über die schönen... Ah, da muss ich ja meinen... nehme ich den Überladewagen? Ach, den Überladewagen. Nehme ich den Ladewagen oder mache ich hier Ballen draus? Ich glaube, ich nehme den Ladewagen. Es geht schneller. Lohnt sich die Fahrt dafür dahin? Nee, ne? Lohnt sich gar nicht. Wo habe ich denn... Da. Ah, okay, ich habe eine Idee, warte. Du kannst mal hier parken. Ja, du siehst mich doch. Er drödelt hier rum. Drödel, drödel, drödel. Wunderbar. Wo wir nämlich schon mal gerade hier in der Ecke sind, ne, können wir auch hier eben aufräumen. Aufräumarbeiten. So. Zur Not können wir ja das Stroh hier, wenn wir wirklich Ballen brauchen sollten. Ganze Stroh wieder auskippen. So, dann machen wir das mal eben schnell. Wunderbar. Ist ja zum Glück nur so ein kleines Feld gewesen. Ach, so, dann karren wir das ganze Stroh zu den Kühen, ne? Würde ich sagen, macht den meisten Sinn. Weil wir da ja das meiste Stroh brauchen. Obwohl, ich brauche ja auch Stroh bei den Schweinen. Aber da habe ich ja die Ballen noch. Okay. Okay, 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 okay. Leo gets. Bei Leo geht's. Ah, schön. Little Weapon, das war ein geiler Film. Geile Filme. Schöne, coole Serie. Filmreihe.
gibt's da jetzt eine Serie von. Boing. Mit hier, sag schnell. Wayans. Den verbinde ich immer mit Last Boy Scout. Ist lustig. Sind nicht Mel Gibson und Danny Glover, aber... Boah. So, warte. Da sind wir auch schon bei der Kühe. Ja, Freunde, jetzt ist nämlich hier die Frage. Hahaha. Das kriege ich doch niemals hier rückwärts abgeladen. Dieser Sauhaufen hier, der sieht ja furchtbar aus. Diesen Sauhaufen muss ich aufräumen. Definitiv. Aber das mache ich dann, ja. So, den habe ich erstmal hingeparkt. Weiter. Was liegt an? Hä? Genau, diese Felder müssen gegrubbert werden. Da würde ich sagen, Freunde, das macht ihr. So. Da fahren wir dich erstmal zu dem einen Feld. Nicht wahr? Und diesmal machen wir es ganz, ganz clever. Wir fangen hinten an und arbeiten uns nämlich nach vorne durch. Haha. Sonst steht der Traktor nämlich immer hier hinten. So, warte. Man muss den guten Mann ja... Oder die Frau, man weiß es ja noch nicht, wer sich hier drauf setzt auf den Bock. So. Und zack. Helfer einstellen, aussteigen. Spaß haben. So. Du kümmerst dich um Feld Nummer 2. So. Und Spaß haben. Hier sieht alles gut aus, ne? Ah, ich habe noch keine Aktualisierung der Tiere. Okay. Oh ja, warte mal. Den können wir erstmal zuklappen. Mein Maisfahrzeug. Wo fahre ich mein Maissammelfahrzeug hin? Haha. Sonnenblumen kann ich hiermit nicht schneiden, oder? Doch, Sonnenblumen kann ich damit schneiden. Mein lieber Freund. Dann weiß ich schon mal, wo ich dich hinfahre. Die Sonnenblumen sind doch soweit, ne? Warte. 24. Ist soweit, wunderbar. So, dann kann der hier die Sonnenblumen abmähen. Wieso haben die schon wieder Lohnzahlungen? Ach ja, das wird stündlich berechnet. Ne? Und jetzt war halt eine volle Stunde, ne? Ah, tolle Wurst. So.
Hier ist doch nichts mehr drin, oder? Nee, ist leer. Okay. Wunderbar. Pass auf, dass du das Schild nicht umsemmelst. Gut. Läuft. Ah, was wollte ich jetzt? Ah, warte, so, produktiv, oh, die Schweine sind schon wieder nicht produktiv. Oh, diese Schweine. So, Mais. Der gute Körnermais. Der kann zum Schweinegehege. Wieso ist der so langsam? Ist der Hänger so schwer? Gibt ja gar nicht. Na, warte. Fahren wir mal eben. Mist, wie komme ich denn da? Oh, muss ich echt die ganze Kurve fahren? Ja, geht. So, geradeaus geht zur BGA. Zur Biogasanlage. Biogas. Uah. Alter. Ey, die kleinste Tippbewegung, ne? Unglücklich, glücklich, glücklich. So, wo lagere ich denn das gute Futter hier? Warte mal, ist das hier eigentlich? Ne, das ist nur ein Hänger. Ich muss hier mal durch, Freund. So, warte. Ich habe hier schon den ganzen kleinen das Weizenzeug. Ja, ja, sauber mache ich hier gleich. Erstmal muss alles aufgeräumt werden. Alter, das war wieder eine Glanzaktion von dir. Das war's schon. Komm, kannst du beenden. So, warte. Kann ich den so lange hier stehen lassen? Wo muss der denn hin, der Hänger? Bis jetzt noch nirgendwo. Gut. Läuft, läuft, läuft. Das weiß ich noch nicht. Ah, warte. Ich muss ja noch was abholen. Und das mache ich am besten mit ihm hier. Nicht wahr? Und dann wollen wir doch mal schauen, wie geländegängig so ein Truck ist. Das war knapp. Weil ich muss ja das Silagezeug, das Häckselgut, zu meiner Dings bringen.
So. Ah, ich muss den Dolly abdingsen. Ah, okay. Warte, kann ich das? Habe ich hier eigentlich noch einen Traktor im Schuppen? In der Lagerhalle? Habe ich schon noch einen Traktor? Natürlich nicht. Wo sind meine ganzen Traktoren? Ey, ich werde bekloppt. Jetzt auch schon eher machen können, ne? So. Ordnung muss sein. Ist das genug Platz? Natürlich nicht. Alter, du lenkst immer falsch. Wunderbar. Warte, ich habe da drin doch noch eine Grubber- und Sämaschine-Kombination. Wieso? Gut, die beiden Gehilfen fahren. Wieso wird dieses Feld nicht bearbeitet? Weil ich keinen Traktor vor Ort habe. Ich habe keinen Traktor da. Es ist unglaublich. Wo sind meine ganzen Traktoren? Wie sieht es eigentlich bei ihm aus? Boah, 67%, alles klar. Der Hänger hat aber auch schon bessere Zeiten gesehen, ne? Boah, sieht er aus. Der ist ja total versifft. Bin ich schon über die Brücke? Nö. Gut. Das wird gleich wieder eine Rangiererei, weil ich habe keinen Platz. Sorry, zu viel Schwung. Obwohl, warte mal, das könnte funktionieren, ne? Oh ja, warte mal, das kann funktionieren. Oder auch nicht. Ach, Junge.
Okay. Leider kann ich den anderen nicht hier dranhängen, ne? Warte mal, kann ich den so lange hier stehen lassen? Weil ich habe ja noch eine Packung Häckselgut. Diese Aufräumarbeiten, ne? Die sind immer die sind immer am anstrengendsten. So, warte. Okay. Selbstaufrichter. Haha. Sehr gut. Oh, mein Mistding. Du altes Mistding. Und das ist keine Beleidigung, weil da ist der ganze Mist drin. Ja. Wir räumen auf. Oh, 92% Sonnenblumen. Das heißt, ich muss mal langsam schauen, dass ich den... ja. Das geht so nicht. Das ist immer eine Hin- und Herfahrerei. Ich muss das alles ein bisschen an... Gut, das ist jetzt nochmal eine Ausnahme. Weil das wird alles noch anders laufen. Jetzt ist ja erstmal kurz alles abernten. Wie viel ist eigentlich noch? Der müsste doch eigentlich fertig sein. Er ist fertig. Das waren die letzten Meter. Ja, wunderbar. Dann muss ich mir darüber jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass der voll läuft. Das ist Biene. Mein Name ist Biene. So. Eine Hin- und Herfahrerei ist das hier. Das ist der Überladewagen. Genau. Das habe ich ja auch noch nicht gerafft, warum, wie das zum Zwischenlagern verschiedener Fruchtarten. Aber ich kann sie nicht verschiedenartig am Silo befüllen. Muss mir mal einer erklären. So, der gute Bergmann hier, hör mal. Läuft. Fährt. So, dann geht es gleich nur noch darum, die Felder neu zu bestücken. Aber was baue ich an? Ich würde gerne Mais anbauen. Oder? Ich muss gleich mal in Ruhe überlegen. In Ruhe überlegen, ich sehe meine Kuhweide schon. Was? Gucken, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Ich wette. Okay. Geht. Das war's, der kleine Klecks. Unglaublich. Ja, machst du mal die Klappe zu? Wo ich nämlich gerade den Hänger dran hab. Uiuiui. Kann ich jetzt mal eben schnell die Sonnenblumen abladen? Och. Ein Cupcake-Laden. Cupcake-Laden.
Ist die Bäckerei, ne? Die großen Aufräumarbeiten gehen voran. Warte, habe ich... Nee, hier lang. Gut, ich habe einen Sonnenblumensilo, alles klar. Aber ich habe gerade gesehen, Sonnenblumen über 1000? Okay. Hoffentlich schafft er das. Hoffentlich komme ich hier drunter. Ach, das ist er hier, mein Kumpel wieder, ne? Ich muss von der Seite einsteigen. Ach, ja? Sag nicht, hier ist noch Rest drin. Ernsthaft? Da ist doch nichts drin. Das ist doch ein ganz normaler Kipper. Wieso belädt er jetzt? Mich kriegt... Ey. Krieg gleich Hass. Ernsthaft. Bewege das Rohr über einen Anhänger. Ja. Ich bin nicht ganz sicher. Könnte aber präzise über einem Anhänger stehen. Fahr zur Hölle, ey. So. Weißt du was? Leck mich. Ah, okay. Sorry. Das ist ein Ladewagen. Okay. Es ist ein Ladewagen. Ja, aber trotzdem, da kann man doch das reinschütten. Das fällt doch auch nicht raus. Ey, man kann ja mal eben so einen Anhänger hier zweckentfremden. Nur weil da ein Pickup dran ist, heißt das doch nicht, dass man den nicht anderweitig beladen kann, darf, soll, machen. Leck mich doch, ey. Sorry, aber manchmal, ne? Gibt es Sachen, die mich aufregen. So, wenn das jetzt nicht in den Überladewagen zu entladen ist, ne? Dann gibt's hier aber... Dann ist hier aber Holland in Not. Dann kommt der Wasser hoch, du, der Wasser. Dann müssen wir einen Deich bauen. Geh weg, du Schild. Mein Hof, meine Regeln. Na gut, das lassen wir dann einfach mal so stehen. Sag ich jetzt mal nichts zu.
Sonst reg ich mich nur wieder auf. Bah. Was? Ach ja. Aber der kann nicht abkippen, ne? Nein. Der kann nicht abkippen. Der kann nur hier rauspusten. Der kann ja nur rauspusten. Die fressen auch Sonnenblumen. Alles klar. So, wo parke ich dich denn jetzt, großes Gerät? Wieder auf dem Hof, ne? Ne, weißt du was, du kannst erstmal hier stehen bleiben. So. Wo ist das Ablassrohr? Zu der Seite. Alles klar. Links. Links pfeffert er raus. Oh, mein Feld Nummer 16. Ist auch nicht bestückt. Ich habe eine Menge Felder zu bestellen. Merke ich gerade mal. Bieg jetzt ja nicht ab. Okay. So. Sonnenblumen. 36% Sonnenblumen. Okay. Wie sieht's denn hier wieder aus? Och, Leute. Machen wir hier schöne Häufchen. So. Ach ja, hier haben wir ja noch ihn hier wieder. Kollege Schnürschuh. So, warte. Nein. Es ist unglaublich. Die Zeit. Ich werde bekloppt. Jetzt schnappen wir uns hier erstmal. Sind die Helfer eigentlich alle fertig? Ich glaube ja, das sieht fertig aus. Jo. Ja, wunderbar. Letzte Runde, letzte Fahrt, nicht wahr? Bei dir? Oh, auch nur noch eine. Wunderbar. Ich hätte eigentlich grubbern müssen, oder? Nee, das war noch nicht die dritte Dings. Was pflanze ich? Was pflanzen wir an?
Weizen, Gerste, Raps, Sojabohnen, Ölrettich. Ich würde echt gerne Mais machen, aber ich glaube, das machen wir im nächsten Schwung. Da brauche ich auch neue Maschinen für und deshalb werde ich noch mal ein paar Missionen fahren offscreen. Ich nehme was, was ich häckseln kann, aber auch eher Stroh habe ich jetzt, glaube ich, erstmal genug. Ne? Was fehlt mir denn? Sojabohnen. Ui. Ach, weißt du was? Komm, wir machen nochmal eine Fuhre Sojabohnen. So. Gib Gas. Sehr schön läuft das hier. So, ich starte jetzt noch eben hier die Aussaat und dann haben wir auch schon das Folgenende erreicht. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Oh, hier sind ja auch schon Sojabohnen voreingestellt. So läuft das. Ratzfatz, zack, zack. Ich wollte gerade sagen, der hat ein Hindernis, aber hat er ja nicht. Herrscht ja Ordnung auf meinem Hof. Witzig. Ich muss mal demnächst eine Bestandsaufnahme machen. Inventur machen. Da muss ich mal gucken, was mir überhaupt noch lohnt. Und oh, er muss tanken. Jawohl, das reicht noch einmal, ne? Ja, das geht noch. Tanken können wir dann, wenn das hier durch ist. Sojabohnen sind eingestellt. Gib Gas. Gut. Ich habe keine weiteren Traktoren übrig, ne? Ich habe auch keine Sämaschinen mehr. Das geht eh alles erst nach und nach. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich mache hier mal noch ein bisschen Ordnung. Aber das machen wir in der nächsten Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017. Also, bis dahin.